Der Brief des Notars traf mich wie ein Blitzschlag. Mein Onkel Jeremy hatte sich umgebracht. Er hatte sich im Dachboden erhängt. Zuerst maß ich den Gerüchten keine Bedeutung bei. Doch nach nüchterner Erwägung der Tatsachen wurde mir klar, dass der Keto ihn zu dieser Tat veranlasst haben musste. Dieses alte Haus mit seinen unzähligen Märchen, der Geheimtür in der Bibliothek, der alten Pendeluhr im ersten Stock, den okkulten Büchern, die mein Onkel trotz seiner schwachen Nerven las. Der Keto hatte seinen Zoll gefordert. Ich weigerte mich, das Gut zu verkaufen, entgegen den Ratschlägen McCorfys des Familiennotars. Jetzt, wo ich weiß, dass ich dorthin gehöre, werden alte Erinnerungen wach. Ich muss die Kraft finden, durch die endlosen Gänge zu streifen, die Zimmer zu besichtigen, wo ich meine ersten Freuden, meinen ersten Kummer erlebte. Ich bin überzeugt, Jeremy hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich kann ihn noch sagen hören, sieh dir das Klavier an, schau genauer hin. Vielleicht liefert mir das Geheimfach des Rätsels Lösung, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Jeremy zitierte oft Shakespeare. Es gibt mehr Geheimnisse zwischen Himmel und Erde als in der ganzen Philosophie. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen. Der Keto ruft mich. Gebe der Himmel, dass meine dunklen Vorahnungen nur Einbildung sind. Jeremys Vermächtnis ist mir heilig. Er konnte unmöglich verrückt sein. Aber warum hat er, wie es im Polizeibericht steht, das Fenster mit dem Kasten verstellt?
sie kommen. Ich habe Höllenmächte befreit und muss dafür büßen. Der Keto ist dem Bösen anheimgefallen. Der Tag neigt sich. Sie bekommen meinen Körper, aber nicht meine Seele. Ich stelle mir des Meisters Zorn und seiner Sklavenfurcht vor. Ich höre ihre Schritte. Nur wenige werden meine Tat verstehen. Gott vergebe mir. Jeremy Hartwood. Auszug aus dem Mythos des Goldenen Vlieses, Übersetzung Edward de Vielban, Hesperiden Verlag. Perseus sah, dass Ikios zu Stein verwandelt war. Er wandte sich an seine Gefährten: Hütet euch vor der Medusa. Wer immer auch ihrem Blick begegnet, ist verdammt wie der unglückliche Ikios, der Seriphos nie mehr sehen wird. »Sollen wir uns die Augen verbinden?« fragte Imelops. »Nehmt eure Schilde, reibt sie, auf dass sie in der Sonne strahlen, und wappnet euch mit Mut. Möge uns Artemis lenken wie den Pfeil aus ihrem Köcher.« Aber Imelops war es nicht zufrieden. »Warum das, Perseus? Genügen nicht unsere Schwerter, diese verdammten Kreaturen zu vernichten?« Also zog Perseus sein Schwert aus der Scheide, das in der Sonne gleiste. So blendete er Imelops. »Was siehst du nun?« Die Gefährten des Sohnes Zeus brachen in helles Gelächter aus. »An die Arbeit! Mögen unsere Schilde glänzen wie Spiegel!« Yeah.
Thank you.
Thank you.
Tagebuch von Jay Hartwood. 27. September 1924. Ich muss unbedingt Tagebuch führen. Zu viel Sonderbares ist in letzter Zeit geschehen. Soweit ich mich erinnern kann, hatten mich meine Träume noch nie dermaßen beunruhigt. Wahrscheinlich war früher mein etwas romantischer Geist zu getrübt. Und erst jetzt eröffnen sich ihm neue Wege und Visionen. Manche werden beim Anblick meiner letzten Bilder meinen, dass ich am Abgrund des Wahnsinns stehe. Vielleicht haben sie dabei nicht Unrecht. 28. September 1924. Die Nacht ist düster. Ich bin wieder schweißgebadet aufgewacht. Mein Traum geht mir nicht aus dem Sinn. Ich wandelte durch die Dünen zwischen Zyklopensäulen. Diese im Kreis angeordneten Steine trotzten dem Wind, der tobend peitschte. Ich tauchte meine Hand in den Boden. Alsbald spürte ich die Berührung mit etwas Ekelhaftem, das nach mir griff. Verzweifelt versuchte ich, mich aus dieser Umklammerung zu lösen. Meine klebrige Hand kam frei. Meine Finger hielten verkrampft einen Dolch. 5. Oktober 1924. Der von den Säulen geformte Kreis ist so etwas wie ein Drudenfuß. In der Ketos-Bibliothek gibt es stapelweise Zauberbücher. Und daher richtete ich mich dort ein, um Traumbilder zu deuten, die mich nicht in Ruhe lassen und die sicher im Zusammenhang mit meinen Entdeckungen stehen. Ich muss einfach meinen Träumen auf den Grund gehen. 16. Dezember. Oh Gott, ich habe den Dolch gefunden. Er war hier versteckt und was ich erfuhr, erfüllt mich mit Grauen. Es ist ein Opfermesser, das einem barbarischen Kult diente. Schon allein der Gedanke, die Klinge habe Herzen durchbohrt, erschüttert mich. Trotzdem kann ich nicht umhin, meine Forschung fortzusetzen. Der Keto birgt großen Reichtum. Hatte mein Vater nun doch recht? 23. Januar. Tagsüber bin ich so in meine Bücher vertieft, dass mich meine Diener für verrückt halten. Nachts wecken meine Schreie das ganze Haus auf. Meine Träume rauben mir noch den letzten Verstand. Umsonst bemühe ich mich, wach zu bleiben. Das Wesen meiner Visionen hat sich geändert. Ich glaube durch den Einfluss der Forschungen meines Vaters. 7. Februar 1925. Der schwarze Mann, so nenne ich ihn nun mal, hat mir sein wahres Gesicht gezeigt. Er erschien wie üblich neben dem Kamin, aber diesmal kam er mir näher. Sein entsetzliches Grinsen werde ich bis zum letzten Atemzug nicht vergessen. Sein eisiger Atem, sein bohrender Blick nagelten mich fest. Jetzt bin ich sicher, dass diese grässliche Maske, die mir die Nacht zur Hölle macht, und dieser grausame Blick dem Tod gehören. 10. März. Mein Erschöpfungszustand verschlimmert sich. Die Augen brennen beim Lesen. Anscheinend haben die Piraten die Gegend schon seit eh und je unsicher gemacht. Dr. Herbert rät mir, auf dem Zimmer zu bleiben, in das ich übergesiedelt bin und wo ich nun besser schlafe. Doch der schwarze Mann gibt nicht so schnell auf. Er wartet schon lange auf mich. Er hat Zeit. Außer ich, Jeremy Hartwood, finde ein Mittel, ihn in die Hölle zurückzuschicken. 11. März. Meine allzu spärlichen Latein- und Griechischkenntnisse erschweren mir die Lektüren. Aber immerhin bin ich einen großen Schritt vorwärts gekommen. Ich habe das Zeichen auf den Boden gemalt. Hier kann er nicht mehr drüber. Ich möchte ihm zu verstehen geben, dass ich das auch in meinem Schlafzimmer tun kann. Er muss vor Wut kochen, wo er doch gerade erst letzte Nacht den neuen Weg in meine Träume gefunden hat. 13. März. Die Übersetzungen bringen mich noch an den Bettelstab. Ich kann nicht mehr malen. Meine Bilder sind Werke eines Wahnsinnigen. Das mitleidige Lächeln Thornhills eines Sammlers sprach Bände. 29. März. Gütiger Gott, er ist wiedergekommen. Er hat die Pforte zu meinen Träumen gefunden. Ich bin zu ermüdet, um nur auch das Geringste zu unternehmen. Ich kann nicht mehr. Und er weiß es. Für ihn bin ich so gut wie tot. Es sei denn... 30. März.
Laune des Schicksals. Die Höhle, die mein Vater sein Leben lang suchte, ist da, zum Greifen nahe. Waits, der Butler, hat im Keller einen Spalt gefunden, aus dem ein kalter, übelriechender Luftzug kommt. Ach, mich fröstelt beim Gedanken, dass mein Vater hier gestorben ist. Seine schmerzverzerrten Züge werden mich bis ins Grab verfolgen. Zusammengekauert lag er mit verweintem Gesicht da. Seine Nägel waren regelrecht zerschlissen, so sehr hatte er im Boden gewühlt. Dr. Gray diagnostizierte einen Herzschlag. Viel später erst erzählte mir Waits, dass sich der Arme die Zunge abgebissen hatte und er durch sein eigenes Blut erstickt war. 31. März. Im Traum habe ich die Höhlen erforscht. Der schwarze Mann begleitete mich. Komischerweise fühle ich mich fast wohl. Aber wie kann ich in Worte hüllen, was ich gesehen habe? Das Böse, das Übel ist einfach unbeschreiblich. Ich begriff, dass mein Tod ihn nicht befriedigen kann. Der schwarze Mann will mehr. Er braucht einen Körper. Seine gierigen Schergen sind frei. Und ich bin schuld daran. Es ist fast witzig. Der Keto ist verflucht. Vom Keller bis zum Dachgeschoss. Mir fehlt die Kraft zum Weiterkämpfen. Die Wurzeln des Bösen sind zu fest mit den Grundmauern verwachsen. Ich weiß, das Ende naht. Ich habe beschlossen... Möge derjenige, der dies Tagebuch findet, für mich beten. Ich habe es bitter nötig.
Bericht von Lord Bowleskin über seine berühmte Reise nach Neuengland. 1824, Alistair Verlag, Cambridge. Nach angenehmer Fahrt begrüßte mich die Sonne, die über dem Hafen strahlte. Meine Ankunft in diesem kleinen Nest in Neuengland machte großen Eindruck auf die Einheimischen. Ich fertigte schnell ein paar Skizzen von ihnen an. Wie es scheint, hat hier die Degeneration deutliche Spuren hinterlassen. Einige Kinder zeigten mir ihre seltsamen Hände, die mir Unbehagen einflößten. Gegen klingende Münze versprach eine der Jungen, mir kommende Nacht ein Wunder der Natur zu zeigen. Ich kann es kaum erwarten, so etwas wie eine Hütte zu besuchen, die diese Bengel im tiefen Wald gebaut haben. Ich wette, sie sind imstande, dem unbekümmerten Wanderer den letzten Penny abzuknöpfen. Ganz ohne böse Absicht. Was soll's? Ich freue mich schon darauf. Bei Gott, dem Allmächtigen, welch ein Anblick! Einfach unglaublich! Die Milchstraße stach apokalyptisch vom schwarzen Himmel ab. Manch ferne Sterne, sonst mit dem bloßen Auge unsichtbar, konnte ich klar und deutlich erkennen. Die schweren Wolken, die über dem Dorf hingen, schienen diese Himmelsgegend zu meiden. Wozu hier die Konstellationen aufzählen? Es würde mir ja doch keiner glauben. Das Kreuz warf im Mondenschein einen mächtigen Schatten, in der Ferne die ruhige See. Heute Abend werde ich noch einmal vorbeischauen, um diese Sterne zu zeichnen, und morgen werde ich endlich den Hellaschen Kometen zu Gesicht bekommen. Der junge Mann wird die Fackeln tragen. Allein würde ich nicht in den dunklen Wald zurückfinden. Diese Zeichnungen werden für helle Aufregung sorgen, das ist sicher. Und der Mond! Ich konnte sogar seine Krater zählen. Ich glaube, ohne zu prahlen, dass ich einen Ort außerhalb von Zeit und Raum entdeckt habe. So Gott will, bin ich nicht das Opfer meiner Fantasie. Seltsam, dass gerade in solch einem einfachen Nest ein so wichtiges Phänomen stattfindet. Aber warum ausgerechnet bei diesem Kreuz?
Die Wesen der Nacht von Hubertus dem Kahlen, aus dem Lateinischen übersetzt von seinem Betbruder Fr. Johann Markus. Von Ungeheuern und ihrer Art. Du, der dies liest, wisse, die Nacht gebiert Ungeheuer, und die Wesen der Nacht gibt es wohl. Das verdammte Buch von Abdul al-Azred bestätigt dies. Das ist nicht tot, was ewig liegt. Wehe dem, der dieses Buch kennt. Wehe dem, der diesen gottlosen Text liest. Wehe dem, der die Steine anfleht. Er wird die Mächte des Bösen befreien. Von Abgründen. Stille Wasser gleichen dem Gedächtnis der Menschen. Unter der trügerisch ruhigen Oberfläche hausen grausame, krallige Bestien, die der Eingeweihte unter dem Namen Tiefe Wesen kennt. Das tiefe Wesen packt sein unseliges Opfer und zieht es in den Abgrund, wo Dagon, der unerbittliche Gott, wohnt, der des unaussprechlichen Namen ehrt. Von Bibliotheken. Wehe dem, der den Irrenden befreit. Wehe dem, der ihm in den Büchern begegnet. Dieser zeugt den Vagabunden, der aus anderen Sphären kommt. Er glaubt, dass der Vagabund nicht ist. Er wird des Todes Umarmung spüren, denn für den Vagabunden sind die Bücher nur Träume und der Stein nur Wind. Und doch weiß der Vagabund, den Odem des Leichtsinnigen zu rauben. Von Kämpfen. Wer redet, weiß nichts und glaubt, die Wesen der Nacht bezwingen zu können. Welch Torheit! Nur Weisheit und Verschwiegenheit dürfen das Böse beschwören. Wer die Bücher stört, wird durch der Wahrheit Schneide enden. Wer durch dunkle Höhlen eilt, wird vor Entsetzen brüllen. Wer in den Tiefen schwimmt, wird verdampfen.
Wer zu wissen glaubt, weiß nichts. Wer weiß, redet nicht. Von dem Tod. Es gibt Welten, die sind schlimmer als der Tod. Das ist nicht Tod, was ewig liegt. Jede Kreatur kann beschwört werden. Die Beschwörung führt nicht zu ihrem Tod, sondern zurück zum Ursprung. Ein Ungeheuer, eine Wissenschaft. Der Stahl tötet den Vagabunden, der niemals stirbt. Anmerkung des Übersetzers. Hier endet das Manuskript von Hubertus, der anno 1666 in der Bibliothek von Taruella starb. Requiescat in pace. Das Buch Jael. Die Zeichen in den Steinen oder eucharistische Riten teuflischer Kulte. Gesammelte Texte von Monsignore Vacquei, Legat seiner Heiligkeit in St. Peter zu Rom. In zahlreichen primitiven Religionen ist von ungeheuerlichen Wesen, im Volksmund als die großen Alten bekannt, die Rede, die über Kräfte verfügen sollen, die denen der Götter antiker Religionen gleichgestellt werden können. Die Anhänger dieser Kulte schlagen in verbotenen Büchern nach, um diese Entitäten erscheinen zu lassen. Welcher Volkskundler kennt nicht Namen wie Cthulhu oder Shab-Niggurath? Wir wissen, dass diese gefährlichen Idole nur schwer von dem, der sie rief, gebändigt werden können. Daher versuchen die, die der Finsternis dienen, sich mit eingravierten Zeichen zu schützen. Diese kabbalistischen Zeichen werden entweder in die Steine eines Hauses oder in andere Materialien geritzt. Für diese Anbeter scheint das Zeichen der älteren Götter den besten Schutz zu bieten, wenn es in einen Stein aus Mnar, einem schweren Baustoff, eingraviert wurde. Wir dürfen diesen Umtrieben, die zum Bereich der schwarzen Magie gehören, keinen Glauben schenken. Wir können in diesem Werk aus verständlichen Gründen nicht näher auf diese verwerflichen heidnischen Bräuche eingehen. Wenn die Vernunft schläft, erwachen schreckliche Geister. Wie leicht fällt ein Mensch in des bösen Abgrund. Bleiben wir auf der Hut. Der Satan nimmt die verschiedensten Gestalten an, um den Sünder zu verführen.
Ludwig Prin de Vermis Mysteriis. In nomini invocatoris, si non sanctificatus escave. De Vermis Mysteriis non absolvo follem legendum fatum et eum versus, tibi magnum innominandum sigma stellarum nigrarum et... Ludwig Prin de Vermis Mysteriis. In nomini invocatoris, si non sanctificatus escave. De Vermis Mysteriis non absolvo follem legendum fatum et eum versus, tibi magnum innominandum sigma stellarum nigrarum et... Das Opfermesser Otto Stern Lumina Verlag. Eine Charakteristik, der man in den verschiedensten Riten begegnet, ist die Bedeutung, die der Opferung beigemessen wird. Man denke dabei nur an die zahlreichen Beispiele des Alten Testaments. In den primitiven, polytheistischen Religionen gelten Opfergaben als Faktor für kulturelles Selbstbewusstsein und Zusammenhalt der Stämme. Die Mitglieder der sozialen und religiösen Gemeinschaft versammeln sich zu einer Zeremonie, ein wesentlicher Akt von Buße und Reinigung. Es wäre falsch anzunehmen, dass dieser Akt, der den Henker, sein Opfer und die Gottheit verbindet, vergleiche Babylon und Steinkulte von Manzetti, eine Hinrichtung ohne Konsequenzen sei. Es ist nur dann eine positive Wirkung von der Opferung zu erwarten, wenn sie durch einen Eingeweihten mit der richtigen Waffe ausgeführt wurde. Zahlreiche heidnische Kulte, die heute noch gepflegt werden, beweisen den Fortbestand derartiger Praktiken. Im Laufe meiner ethnischen Studien weihte mich ein Akama-Zauberer in den Ritus des Stahls ein. Für diese Zeremonie, die Verehrung der Ziege mit den 1000 Jungen, braucht man einen Dolch, da er den Übergang in eine andere Dimension ermöglicht. In diesem Ritus richtet sich der Zelebrant an den Vagabunden. Der Vagabund gehört zur Folklore und wäre unserem schwarzen Mann gleichzusetzen. Er kann sich allerorts fortbewegen und all jene töten, die Widerstand leisten. Er ist der Mittler zwischen Mensch und Ziege, dem Symbol für Fruchtbarkeit. Der Zauberer muss nach der Beschwörung den geeigneten Dolch für die Opferung aussuchen. Das Messer mit wellenförmiger Klinge, das in Vollmondnächten 7-mal in 100-fach destilliertes Wasser getaucht werden muss, wird von vornherein beiseite gelegt, siehe Abbildung, da diese Waffe den Vagabunden in seine Welt, seine Dimension zurückschickt. Der Priester wird hingegen den Krummdolch wählen, siehe Zeichnung, der sich am besten eignet, dem Lamm die Kehle durchzuschneiden, was die Transfiguration des Zauberers zur Folge hat und ihn in Trance versetzt. Juan Luis Jorge de Biblioteca. Studie und Überlegungen zur Macht des Wortes bei den verdammten Schreibern. Verlag Archaus. 1919 Stafford. Wir müssen feststellen, dass die diversen Übersetzungen die dunkle Macht gewisser verfluchter Texte in keiner Weise schwächen. Die böse Kraft der Beschwörungsformeln bleibt gänzlich erhalten. Der Zauber wird wirksam, wenn eine Formel aus gewissen Sprachen bzw. seltenen Dialekten klar und deutlich ausgesprochen wird. Mglafk ftang. Der Leser möge verstehen, dass ich nicht näher darauf eingehe. Dieser Text allein genügt schon, um unbezwingbare geheime Kräfte zu entfesseln. Schlimmer noch, manche Passagen, die magische Techniken und Gebräuche beschreiben,
erweisen sich sogar beim bloßen Lesen als gefährlich. Der Uneingeweihte wird von einem hysterischen Wahnsinn hinweggerafft, der Phänomenen von Besessenheit gleicht, wie sie in diversen Werken beschrieben werden. Siehe dazu Zempfs Studie, Urbain Grandier und Loudun, sowie die Studien von Reverend Richard Price über gewisse Exorzismen einer Gemeinde in der Nähe von Providence. Wir loben daher die Vorsicht des Bibliothekars des British Museums, der jegliche Lektüre des Al-Asif, das heißt des berühmt-berüchtigten Necronomicons, verbietet. Freilich gibt es Abschriften. Der Inquisition war es nicht gelungen, dieses Buch vollständig zu vernichten. Das britische Exemplar sowie das im Besitz der Miskatonic University von Arkham sind der beste Beweis dafür. Erwähnt seien hier noch von unaussprechlichen Kulten von Junst und De Vermis Mysteriis, ein verabscheuenswertes Buch von Ludwig Prinn, der ein grausames Ende fand. Fragmente aus Abduls Buch. In der antiken Stadt Rylje der Toten träumt und wartet Cthulhu. Im Abgrund der Zeit harret der Unsagbare.
Das ist nicht tot, was ewig liegt. Rylje, deine Zyklopensteine bilden den Grundstock des Schreckensrituals. Cthulhu Ftang! Cthulhu Ftang! Yai! Yai! Wer die Steine zu beschwören weiß, möge handeln. Es ist Zeit. Cthulhus Schatten verdunkle den Himmel. Die Ziege mit den 1000 Jungen lasse ihre schrille Pfeife zum Ruhme des Unaussprechlichen erklingen. Cthulhu Ftang! Cthulhu Ftang! Yai! Yai! Mögen die Blicke desjenigen, den man nicht nennen darf, den Ungläubigen zerschmettern. Denn er ist die Pforte, der Schlüssel und der Wächter der Pforte, der dich nun in seiner Gewalt hat. Der Geist desjenigen, der zu verstehen glaubt, werde umnachtet. Niemand lüftet ungestraft das Geheimnis. Niemand sieht ungestraft der Götter Antlitz. Den Leser, den die Kraft verlässt, möge der Wahnsinn erlösen. Fragmente aus Abduls Buch. Die Söhne der Sonne und der Finsternis. Bericht von Leutnant Lope de Vega über seine wundersame Reise in das Land der Azteken. Bei Gott, entfuhr es Kapitän Cortez, angesichts des schrecklichen Schauspiels, das sich unseren Augen bot. Halbnackte Wilde warfen einander goldene und silberne Bälle zu. Zweifelsohne standen sie unter Einfluss irgendwelchen Rauschgifts, denn sie lachten unbekümmert. Als jedoch einer der Bälle zu Boden glitt, wurde der Mann zum Tempel gezerrt und dort auf grauenvolle Weise den Göttern geopfert. Dieses Spiel war eigentlich ein Kult, der den Lauf der Sterne symbolisierte. Rollte eine Kugel zu Boden, hatte dies eine Naturkatastrophe zur Folge. Zumindest glaubten die Azteken daran. Eine Horde von Göttern verlangte zahlreiche Opferungen, die sich nach den Mondphasen und den Jahreszeiten richteten. Nun hielt der Priester mit blutbefleckter Hand das noch zuckende Herz des unglücklichen Azteken in die Höhe. Die Kühle, die im Tempel herrschte, erstaunte uns. Das Gewicht der von der Sonne erhitzten Rüstungen, unsere Qualen unter der Schöpfung, schwanden vor der einfachen Schönheit des Altars. Eine beschwörende Stimme durchschnitt die Grabestille. Eine majestätische Statue, die Chalchivitliku, die der Göttin des Wassers geweiht war, schien wie von Lebensströmen durchflossen. Dieser in einen Goldmantel gehüllte Steinkoloss erwachte in der Tat vor unseren Augen zum Leben. O Graus! Die Granitaugen, die eben erst noch leer waren, füllten sich jäh mit Blut.
Entsetzt fuhren wir zurück. Dom José wurde von Krämpfen ergriffen. Er versuchte, sein Kruzifix hochzuhalten. Da lachte der Priester schallend. Ein Grinsen verzerrte die Lippen der Statue und entblößte eine Reihe spitzer Zähne. Kapitän Cortés brüllte: »Vorwärts!« Doch wir waren wie festgenagelt. Trotz größter Anstrengung konnten wir keinen Schritt tun. Unsere Rüstungen schienen mit dem Steinboden verschmolzen. Unsere Beine knickten ein und wir brachen mit Geklirr zusammen. Nur Cortés hatte die Geistesgegenwart, seinen Dolch dem Priester ins Gesicht zu schleudern. Der Azteke kostete gute 4 Zoll feinsten Toledo-Stahls. Sein Blut bespritzte das nunmehr unbewegliche Idol. Mühsam erhoben wir uns. An dieses Abenteuer werde ich mich mein Leben lang erinnern. Meine abergläubischen Gefährten verbreiteten 1000 Mähren über die verhexten Rüstungen. Wie dem auch sei, die Gottheit des 4. Universums hatte unseren Trupp all seiner Kraft beraubt. Und seither glaube ich, dass dem steinernen Idol auf ewig eine geheimnisvolle Kraft innewohnt, die den tapfersten Conquistador in eine armselige Blechbüchse verwandeln kann. Chalchivitlicu, gezeichnet von Dom José de la Sierra, vor der Zerstörung des Aztekentempels von Tenochtitlan. Unvollendetes Kapitel aus Terra Incognita von Jakob van Ostade. Unveröffentlichtes Fragment, wiedergefunden nach dem Index Librorum Prohibitorum in der Vatikanischen Bibliothek. In dieser unwirtlichen und kalten Gegend richten sich die Riten der Hexer und Heiler nach alten Legenden. Geheimnisvolle, grausame Wesen sollen früher die Arktis beherrscht haben. Eine Stadt mit hohen Mauern soll heute noch entartete Abkömmlinge derer beherbergen, die hier Jahrhunderte zuvor so viel Schrecken verbreiteten, dass die Seelen dieser Völker für immer gebrandmarkt sind. Die ansonsten friedliche Bevölkerung wird von Wut und Angst ergriffen, sobald jemand von den Gefangenen im Eis spricht. Aus ihrem eisigen Grab befreit, verlangten sie damals Menschenfleisch als Tribut. Diese Kreaturen gehorchen denen, die gewisse Beschwörungsformen kennen. Sie unterwerfen sich zwar, können aber, wie es scheint, unerbittlich sein. Ich muss gestehen, ich bin sehr beeindruckt durch die Berichte, die ich im Laufe meiner Reise gesammelt habe, und durch die Kultgegenstände aus unbekannten Stoffen. Eins ist sicher: Die Eskimos verwenden ungern gewisse Worte, die sie bis zu ihrer Todesstunde geheim halten. Fürchterliche Macht des Wortes. Aber steht nicht selbst in der Bibel: Im Anfang war das Wort? Wenn Steine sprechen könnten. Oder Geschichte einer Plantage in Louisiana. Eine Erzählung des Marquis de Chamfray. Nach dem Verkauf Floridas durch den Usurpator beschloss mein Vater, in dieser unwirtlichen Gegend zu bleiben, wo wir unseren royalistischen Gefühlen freien Lauf lassen und hoffen konnten, dass unser Land zur Besinnung komme. 1818 kaufte ein gewisser Pickford die Ländereien des durch Spekulationen verarmten Ledoux. Pickford erwies sich bald als der größte Schurke, dem wir je begegnet waren. Dieser Abenteurer war von Größenwahn befallen wie die meisten Neureichen. Es begann mit dem ewigen Hin und Her der Arbeiter mit ihren Spitzhacken. Bald erhob sich ein riesiger Erdhügel, der die umliegenden Sümpfe trockenlegen sollte. Der Umfang dieser gewaltigen Arbeit erfüllte uns mit Staunen. Wir erfuhren von einem Sklaven, dass bestehende Höhlen mit einem riesigen Keller verbunden werden sollten.
In seinem Wahn wechselte Pickford oft die Mannschaften und änderte fortwährend die Pläne der riesigen Baustelle. Vater konnte seine Belustigung nicht unterdrücken. »Der Kerl wird sich noch mal in seinem Keller verirren!« Die Mauern wuchsen. Gerüchte wurden laut. Der neue Nachbar war einst Seemann. Einer dieser Halunken, die sich durch zwielichtige Händel bereichern. Auch sonst wurde viel über ihn gemunkelt. Nach vollendetem Bau lud uns Pickford zur Einweihung seines fürstlichen Wohnsitzes ein, den er der Keto taufte. Mein Vater fragte ihn nach dem Warum. Der Keto, meinte er, erinnert mich an Astarte, die Göttin der Fruchtbarkeit. Hier nennt man sie Shab-Niggurath. Beim Klang dieses verwerflichen Namens fuhr der Schrecken meinem Vater in alle Glieder. Wir verließen die Gesellschaft auf der Stelle. Juni 1862 fiel der Keto unter mysteriösen Umständen durch Yankee-Hand den Flammen zum Opfer. Pickfords waghalsige Diener drangen ins brennende Haus ein und versuchten, ihren Herrn zu retten, der von den Kugeln der Nordstaatler völlig durchsiebt war. Nach dieser Schreckensnacht verfiel der Keto. Nach und nach bedeckte Dornengestrüpp die schwarzen Mauern. Die Natur eroberte zurück, was der Mensch ihr genommen hatte. 1875 fand das Gut endlich einen Besitzer. Und diesmal war es ein Gentleman namens Howard Hartwood. Schade, dass mein Vater das nicht mehr miterleben konnte. Es war eine wahre Wonne, sich mit diesem gelehrten Mann zu unterhalten, dessen Steckenpferd die Geschichte der Seeräuberei war. So erfuhr ich, dass Pickford ein Schiff unter schwarzer Flagge befehligte. Dies erklärte seinen unsagbaren Reichtum. Hartwood war von Pickford fasziniert. Er durchstöberte Berge von Manuskripten auf der Suche nach dem Schatz, den jener versteckt haben sollte. Er untersuchte die Ruinen und ließ das Haus von Grund auf neu erbauen. Aus der Bibliothek, die wie durch ein Wunder unversehrt geblieben war, verschlang er jedes Buch. Wir führten lange Gespräche über seine Forschungen. Dieser gut aussehende Witwer vergötterte seinen einzigen Sohn Jeremy, der später Maler wurde. Hartwood arbeitete ohne Unterlass. Zuerst im Zimmer, das ich ihm während der Bauarbeiten lieh, dann in seinem neuen Haus, das er wieder der Keto taufte, in der Hoffnung, die Göttin des Glücks sei ihm hold. Anscheinend waren seine Bemühungen umsonst. Der Keto verbarg keinen Schatz. Die Nachricht von Hartwoods Tod erreichte mich, während ich in Paris weilte. Aber das ist eine andere Geschichte. Thank you.
Thank you.
Memories by Alistair Boleskine. Printed in London, A. Macken Publisher, 1833. Es war während eines Gesprächs, das ich zum ersten Mal von Ill, einem kleinen Fischerdorf in Neuengland, hörte. Dieser Ort soll angeblich Schauplatz seltsamer Himmelserscheinungen sein. Die Landluft und einige Umstände veranlassten mich zu einer Forschungsreise, die Spannung versprach. Nach einigen Auskünften im British Museum packte ich meine Sachen und brach unverzüglich auf. Meine Arbeiten über die Astronomie, insbesondere die Kometen, hatten großen Beifall gefunden. Und es wäre schade gewesen, sie nicht mit ein paar Zeichnungen des Phänomens zu vervollständigen, das die Wissenschaft 1834 in Aufruhr versetzen sollte. Des Halleyschen Kometen. Anmerkung des Herausgebers. Hier enden die Aufzeichnungen von Lord Boleskine. Wie allgemein bekannt, fiel Boleskine nach seiner Reise in geistige Umnachtung und verstarb im St. Andrews Hospital. Der Bericht von Kapitän J.W. Norton von der Armee der Union. 17. Juni 1862. Der Süden war nahe am Zusammenbrechen. Der Weg nach Louisiana stand uns offen. Täglich ging ich in Begleitung einiger Männer auf Nahrungsmittelbeschaffung. Leider boten diese verdammten Rebellen immer noch Widerstand. Die Gegend war ziemlich unsicher. Ich drang immer weiter nach Westen vor und befragte Sklaven. So erfuhr ich, dass sich an der Küste eine Plantage namens Derketo befand. Wir wurden nicht gerade freundlich empfangen. Nur Pickford, der Herr des Hauses, zeigte sich herzlich. Während meine Männer das Getreide und das Vieh abzählten, verwickelte ich ihn in ein Gespräch. Der Mann verblüffte mich. Er war geradezu ein wandelndes Lexikon. Bei Einbruch der Dunkelheit traf ich Anordnungen, damit die Truppe auf Derketo biwakiere. Pickford lud mich sowie Leutnant Patterson zum Abendessen ein. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Unser Gastgeber verzückte uns mit seinem Wissen. Während der Kaffee serviert wurde, ging Patterson das Lager inspizieren. Die Zigarre, die Pickford anbot, war so stark, dass mir schwindelte. Dabei fielen mir die Erzählungen von Kameraden ein, die von Südstaatlern übertölpelt wurden. Ich versank in dichtem Nebel, aus dem zeitweilig das schaurig grinsende Gesicht Pickfords hervorstach. Pattersons Rückkehr verjagte endlich diesen Alp. Schüsse und Schreie waren draußen zu hören. Ich hatte gerade Kraft genug, drei Schüsse abzugeben. Pickford brach zusammen. Vom Leutnant gestützt ging ich hinaus. Alles war in Rauch eingehüllt. Die Plantage brannte. Wir trommelten unsere Männer zur Flucht zusammen. Dabei sah ich, wie die Sklaven sich in die Feuersbrunst stürzten, um Pickford zu retten. Oh!
Daemonia Particularis. Zeichen und Riten von Heinrich Kassel. Ring Verlag. Damit das Beschwörungsritual zum Ziel führt, ist die Reinheit des Ausführenden erforderlich. Wir haben bereits die komplexen Vorkehrungen beschrieben, die notwendig sind, um die zu rufen, die in den höheren Dimensionen schlafen. Ich werde mich darauf beschränken, das Zeichen der Alten zu beschreiben, mit dem sich die Eingeweihten erkennen. Dieses Zeichen schützt auch bei einer Begegnung mit einem Diener des Bösen. Das Zeichen gleicht einer Segnung, wobei aber der Zeigefinger und der kleine Finger den Daumen berühren, während der Mittel- und der Ringfinger gerade bleiben. Angeblich hat dieses Zeichen keinerlei Wirkung auf erfahrene Anhänger, die Geheimnisse des Corpus Daemonicus kennen. Es ist daher von Missbrauch abzuraten, denn die Zeichen können sich manchmal als gefährlich für den herausstellen, der die äußeren Götter herbeirufen will. Thank you.
Der Prozess von Kapitän Brext, berichtet von seinem treuen Gefährten Elisha Smith, besser bekannt als der Freibeuter Captain Ellie Hell. Auszüge aus dem Logbuch, das H. Hartwood im Wrack der Fregatte Astarte fand. Bei allen Höllenteufeln, fuhr Brext William, den Vorsitzenden der Feme an. Werter Will, alle Kanonen der Erde könnten mich nicht umstimmen. Sie sind doch die gemeinste der Landratten. Mir ein Geständnis abzuringen? Mir? Brext, Kapitän der Astarte? Dem Herrn der sieben Meere? Nicht umsonst bin ich überall gefürchtet als der Ezech, der Blutrünstige. Ihr glaubt wirklich, ihr könnt mir das Geheimnis meines Schatzes entlocken? Bei diesen Worten fuhr das versammelte Seeräubergericht zusammen. Mit einem einzigen Blick gebot William der Einäugige Stillschweigen. Halt's Maul, Brext! Du hast nicht mit deinen Brüdern geteilt. Und du wirst bald an der obersten Rahe hängen.
Dieses Hanfseil, das der Satan selbst gedreht hat, sei mein Zeuge. Du willst mir drohen? Weißt du, dass diejenigen, die mich herausforderten, alle den Tod herbeigesehnt haben? William musterte besorgt die Geschworenen. Danny erhob seine Hakenhand. Tod! Den Tod fordern wir! Die Geschworenen brausten auf. Tod! Hängen soll er! Der Kapitän lachte. Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Arme Irre! Ihr wollt töten, was nicht sterben kann? Na, dann versucht's mal. Ein aufgeregtes Gemurmel erfüllte den Saal. Danny erinnerte sich an die Geschichte von Chuck, dem Halsabschneider, der einmal vergaß, seine Zunge zu hüten. Es war Nacht. Der neuenglische Sturm peitschte an die Mauern des Dead Horse Inn. Chuck, Matrose der Astarte, der mit Rum vollgelaufen war, sprach von schwarzer Magie, Voodoo, Teufelsmessen und Zombies. Er erinnerte sich an die Sümpfe Floridas, wo Prext sich in Luft aufgelöst hatte. Zurück an Bord hatte der Kapitän geschrien, von nun an stehen wir in Satans Schutz. Nach diesem Ereignis waren die Prisen schlichtweg überwältigend. Das beliebteste Shanty an Bord, Crash the Bones, wurde durch ein neues Lied ersetzt. Ein Schädel nach Backbord, ein Säbel nach Steuerbord, am Kurs bleib hart oder der Tod dich erwart. Findest du ein Seil, überleg dir, ob es ist das Rechte, denn schneidest du das Schlechte, wird dir Schlimmes los zuteil, juhu, und ne Buddel rum für jeden Mann. Am nächsten Morgen fand man Chuck mit einem Dolch im Rücken. Jael, der zweite Mann, konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Na, wenn das kein hübscher Kleiderhaken ist. Chucks Gesicht war zu einem grauenvollen Grinsen erstarrt. Man hatte geschmolzenes Blei in seinen Schlund gegossen. Unter mir unerklärlichen Umständen gelang Brex die Flucht und die Astarte nahm Kurs auf Florida. Wir ankerten vor New Orleans. In Begleitung von einigen treuen Kumpanen drang Brext in die Sümpfe vor, ohne auf den Treibsand zu achten. Die Männer schleppten schwere Truhen. Zwei Tage später wurden Schüsse und Wehklagen vernommen. Brext erschien wie aus dem Nichts und erzählte, die Männer seien von Alligatoren gefressen worden. Der Kapitän wollte nun die Beute teilen. Er übergab mir das Kommando über die Astarte und verteilte 3 Kisten Gold und Geschmeide an die Matrosen. Der Rum floss fassweise und die Sterne funkelten. In dieser klaren Nacht bekam ich einen großen, schwarz gekleideten Mann zu Gesicht. Prext stellte ihn mir vor. Das ist ein harter Bursche. Nenn ihn einfach Keith. Ha, der hat gute Geschichten auf Lager. Prext brach in ein Gelächter aus und hielt ein Pergament hoch. Und jetzt haben wir auch noch einen prächtigen Unterschlupf. Auf dem Pergament war ein Labyrinth von Höhlen und unterirdischen Gängen gezeichnet. Hör mir gut zu. Ich bin der Seeräuberei müde. Die Astarte ist ein wunderbares Schiff. Zeig dich ihrer würdig. Und wenn eines Tages einer sagt, Prext ist ein Feigling, dann jag ihm eine Kugel durch den Kopf. Ich bin vielleicht verflucht, aber nicht feige. Du weißt, es gibt Dinge, die wertvoller sind als gediegenes Gold. Schroff fiel ihm Keith ins Wort. Mitternacht, wir müssen gehen, Sie warten. Dann wandte sich der Fremde an mich. Sein eisiger Blick ließ das Blut in meinen Adern gefrieren. Prext ist manchmal etwas geschwätzig. Vergiss das alles, wenn du überleben willst. Das Ja blieb mir fast im Halse stecken. Der Kahn glitt hinweg, die 2 Fackeln verschwanden in den Sümpfen. Die stockbesoffenen Männer hörten nicht, wie Trommelschläge durch die Nacht hallten. Thank you.
Memoiren eines Verdammten. Es ist Zeit, die Maske zu lüften. Du, der du dies Manuskript gefunden hast, wisse, ich bin hier bei dir. Ich wache im dunklen Schatten meiner Gruft. Bald gehörst du mir. Einer meiner Sklaven hat dies niedergeschrieben. Ich lebe seit 300 Jahren. Mein Name ist Ezechiel Prext oder Elijah Pickford. Ganz wie du willst. Ich verstecke mich nicht aus Furcht. Meine Macht ist grenzenlos. Ich habe die sieben Meere besegelt. Die Astarte, mein Schiff, verbreitete Schrecken auf allen Kontinenten. Die Brüder von der Küste wollten mich hinrichten, aber es gelang ihnen nicht besser als den Richtern in Wales 1620. Jetzt kann ich mich nicht mehr rühren. Verfluchte Yankees! Hexerei, Voodoo, Cthulhus Kult sind mir kein Geheimnis. Ich habe geherrscht, habe die Steine erweicht. Nur der Chthonia, der in den Grotten haust, widersteht mir. Er wagt es aber nicht, sich mit mir anzulegen. Ich brauche einen Menschen, um mich zu erneuern. Die Hardwoods sind mir entkommen. Du, der dies hier liest, du fällst mir anheim. Ich kann deinen Atem fühlen und deine Angst. Ich habe den Tod besiegt und der Keto erbaut. Ich kenne die Pein des langen Wartens. Cthulhu steht mir zur Seite. Meine Diener werden dich auf den Opferstein legen. Mein wilder Schrei wird durch die Nacht dringen. Du wirst mein sein. Und ich werde wieder herrschen. Ich warte.
Thank you.